Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon lesen konntet, geht es um die Mai-Favoriten. Der Mai ist schon wieder vorbei, mein Lieblingsmonat. Ich bin ein bisschen traurig, es war ein sehr schöner Monat. Und ich habe wieder ein paar Favoriten für euch zusammengesammelt. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch dabei. Und da mein Baby gerade vom Papa betreut wird und bestimmt gleich wieder aufwacht und Hunger hat, fangen wir direkt an. Es gibt ein paar Lifestyle-Sachen, ziemlich viele Food-Sachen und ein paar Baby-Sachen. Und das erste, womit wir anfangen, ist mein Oberteil. Und zwar habe ich vor, beziehungsweise die Farbe von meinem Oberteil, und zwar habe ich vor 2-3 Jahren mir ein Oberteil für den Sport gekauft, in ziemlich genau dieser Farbe und dachte, das steht mir eigentlich ganz gut, diese Farbe. Und habe dann die letzten 2 Jahre vergeblich nach einem Oberteil für den Alltag in dieser Farbe gesucht und habe keins gefunden, weil wenn ich mal was gefunden habe, dann war der Schnitt irgendwie blöd oder die Qualität hat mir nicht gefallen. Und dieses Jahr ist die Farbe ja im Trend, zu meinem Vorteil. Und dann habe ich dieses Oberteil entdeckt im Sale bei Somedays. Ich verlinke es euch, wenn es das noch gibt. Ich weiß es leider nicht. Genau. Und war sehr glücklich, dass ich das gefunden habe. Ich liebe diese Farbe, ich liebe den Schnitt von diesem Oberteil. Es ist sehr schlicht. Ich bin niemand, der jetzt gerade die neueste Mode trägt. Das ist jetzt Zufall, weil ich, wie gesagt, die Farbe sehr, sehr schön an mir finde. Ansonsten trage ich sehr schlichte Sachen, am liebsten eigentlich auch schwarz und weiß. Aber so ein bisschen Farbe finde ich zur Abwechslung mal ganz gut. Und das ist außerhalb meines Farbschemas. Normalerweise trage ich sonst rosa, wenn ich Farbe trage. Aber das steht mir, glaube ich, sehr, sehr gut und ist sehr bequem und lässt sich sehr gut kombinieren. Deshalb ist das ein großer Favorit von mir. Und ein anderer Favorit von mir, den ihr eigentlich, glaube ich, im letzten Video schon gesehen habt, ist diese Tasse. Ich liebe sie, weil sie so einen großen Henkel hat, dass man fast die ganze Hand, es passen 3 Finger rein, da reinstecken kann. Es ist sehr bequem zum Halten und die hat so ein unglaublich schönes Material. Also ich fasse die immer an, weil die so schönes Material hat. Ich weiß nicht, womit die bezogen sind. So seidenmatt würde ich das beschreiben. Das ist übrigens mein Stilltee. Genau, und nicht nur ich finde diese Tasse so toll, sondern mein Freund auch. Und deswegen, weil er mir die immer geklaut, haben wir auch noch die zweite gekauft. Und dann habe ich festgestellt, dass das hier ein Mädchen ist. Und das hier, das männliche Pendant. Also heißt die jetzt Emil und die braucht noch einen neuen Namen. Vielleicht Agatha oder so? Weiß nicht, wie ich jetzt auf Agatha komme. Auf jeden Fall ziemlich heiß. Genau. Ich verlinke euch die, falls es die noch gibt. Ich habe die bei Anthropology, weiß nicht, wie man es ausspricht, gekauft. Sehr, sehr schön und ist mal was ganz Besonderes. Auch gut zum Verschenken, falls ihr ein Geburtstagsgeschenk oder so sucht. Und dann ein anderer Lifestyle-Favorit von mir, ziemlich random, ist dieser Kalender von Riffle Paper Co. Und dazu muss ich sagen, dass ich meinen Kalender nicht unbedingt als Kalender benutze. Ich benutze mein Handy als Kalender. Ich hatte den damals gekauft in der Hoffnung, dass ich ihn benutze, aber er stand lange ziemlich unbenutzt in der Ecke. Und dann habe ich vor ein paar Wochen mein Bullet Journal von, ich glaube, 2018 wiedergefunden. Und da hatte ich eben auch so einen Kalender angelegt und dann immer die Wochen dekoriert mit so ein paar Erinnerungen. Und fand es sehr schön, da durchzublättern und mich durch so diese Basteleien an Dinge zu erinnern, die ich schon längst vergessen hatte. Und hatte dann so richtig Lust, mal wieder sowas zu machen und anzufangen. Und dann habe ich meinen Kalender eben ausgekramt und damit angefangen. Ich kann euch vielleicht 1-2 Seiten zeigen. So sieht das dann aus. Ich tobe mich dann eben mit Stickern und Washi-Tape und so aus. Und Lettering. Ich mag sowas. Ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber ich mache das total gerne. Vor allen Dingen kann ich mich dann abends hinsetzen, wenn die Kleine schläft und so ein bisschen runterkommen und auch die letzte Woche immer Revue passieren lassen. Hier ist noch eine Beispielseite. Und auch sonst mag ich den Kalender sehr gerne. Ich liebe die Sachen von Riffle Paper Co. Die machen tolle Sachen. Wie gesagt, ich benutze den Kalender nicht so sonderlich viel, aber er ist an sich sehr toll. Ich hatte ihn eigentlich ausgesucht, weil er so viele Möglichkeiten bietet. Der hat vorne so Monatsübersichten. Allerdings gibt es hier was mich tatsächlich stört. Und zwar fängt die Woche bei Sonntag an. Das finde ich sehr verwirrend, weil ich dann immer die Termine für montags hier eintrage und dann immer merke, ah, das ist eigentlich dann hier. Das hat schon zu Verwirrung geführt, aber da ich den Kalender nicht so viel benutze, war das nicht so schlimm. Mein Handy hat mich ja immer daran erinnert.
Dann ansonsten könnt ihr natürlich vorne, hier vorne euren Namen eintragen. Dann gibt es eine Jahresübersicht für 2020 und 2021. Was ich bei dem Kalender übrigens sehr gut finde, falls ihr euch schon nach einem Kalender für nächstes Jahr umschaut, dass das ein 17-Monats-Kalender ist. Der ging also von letztem August bis diesem Dezember. Also ist ja demnächst wieder soweit. Vielleicht ist das für euch interessant. Dann habt ihr so eine Übersicht über wichtige Daten. Wie ihr seht, habe ich sie nicht benutzt. Und dann habt ihr hinten Platz für Kontakte. Und dann gibt es noch 2 oder 3 Stickerseiten, die ich noch nicht benutzt habe, weil die einfach so schön sind. Ich finde die so schön. Geht es noch jemandem so, dass er so schöne Dinge einfach nicht benutzt? Ich werde sie schon noch irgendwann benutzen. Und dann ist ganz hinten noch so eine Tasche, in die ihr was reinstecken könnt. Und ich finde den sehr schön gestaltet. Also sind zwischendrin immer so Deko-Seiten oder so Deko-Trenner. Und ich mag das sehr. Es ist schlicht, aber trotzdem nicht zu langweilig. Es macht Spaß, da drin Sachen aufzuschreiben. Und ich habe mir da drin auch notiert meine Serienempfehlungen, die ich bekommen habe. Und da wollte ich euch 2 weitergeben. Und zwar habe ich euch ja letzten Monat erzählt, dass wir uns einen Sky-Account zugelegt hatten für die Serie Westworld. Und mit Westworld bin ich soweit durch. Ja, und jetzt hatten wir eben noch diesen Sky-Account und ich habe geguckt, was man noch so gucken könnte, beziehungsweise habe von einer Freundin einen Tipp bekommen für die Serie Revenge. Für alle, die Pretty Little Liars gemocht haben, ist das vielleicht eine Serie. Es ist also keine sehr tiefgründige Serie. Es geht um eine reiche Familie, die etwas angestellt hat und jemand möchte das wieder gerade biegen, beziehungsweise sich dafür rächen. Daher der Name. Das streckt sich über sehr, sehr, sehr viele Folgen und man kann das ganz gut nebenbei gucken. Ich brauche immer so eine Serie, die ich so nebenbei gucken kann, wo ich mich nicht so sehr darauf konzentrieren muss, dass ich der Handlung folge, dass man auch bei der nächsten Folge trotzdem noch ungefähr weiß, worum es ging. Und dafür ist die Serie sehr gut geeignet. Sie hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Folgen. Ihr könnt also sehr lange dran gucken. Falls ihr nicht so der Typ dafür seid, für so sehr lange Serien und vielleicht auch eher was Tiefgründigeres sucht, kann ich euch die Serie Chernobyl empfehlen. Läuft auch auf Sky und ist eher eine Miniserie. Es gibt 5 Folgen und dreht sich eben, wie der Name sagt, um das Ereignis bei Chernobyl. Es ist eine Serie, es ist keine Dokumentation, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, es macht trotzdem sehr, sehr, sehr deutlich, wie schlimm es damals gewesen ist. Ich muss zugeben, dass ich nicht so gut informiert war. Klar, ich wusste, was grob passiert ist, aber ich hatte jetzt keine Vorstellung, wie schlimm, mit welchem Ausmaß, wieso, weshalb, warum das alles passiert ist. Und dafür ist die Serie schon allein sehr gut. Wie gesagt, es ist keine Dokumentation, das muss man dazu sagen. Da ist auch viel hinzugedichtet, viel ausgeschmückt, aber auch gerade das macht es aus, die ganzen Details dabei. Und es ist sehr unterhaltsam, aber jetzt nicht auf eine humorvolle Art und Weise natürlich, sondern es ist sehr spannend. Und man sollte die Serie, wenn man so empfindlich ist wie ich, vielleicht nicht abends gucken. Das habe ich leider getan und habe das dann in meinen Traum eingebaut und bin dann schweißgebadet aufgewacht. Also es ist schon ein bisschen, es nimmt einen schon ein bisschen mit. Es geht natürlich um Schicksale und das kann einen schon sehr treffen. Deswegen ist vielleicht eher was für tagsüber, wenn ihr empfindlich seid, so wie ich. Aber eine sehr, sehr gute Serie. Und wie gesagt, sie ist schnell geguckt, 5 Folgen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und jetzt wollte ich gerade auf mein Handy gucken, um zu gucken, was ich noch vergessen habe bei den Lifestyle-Sachen. Und tatsächlich ist es mein Handy selbst, beziehungsweise diese Hülle. Ich weiß gerade nicht, wo ich die bestellt habe. Ich verlinke es euch in der Infobox auf jeden Fall, wenn ich dran denke. Und zwar hatte ich lange, ich weiß gar nicht, ob das fokussiert, das ist, glaube ich, alles auf mein Gesicht gerichtet. Und zwar hat es dieses Mandarinenmuster, was ich sehr schön für den Sommer finde. Ich hatte lange, lange Zeit so eine mit Marmormuster, fand ich auch sehr schön. Aber ich hatte jetzt irgendwie Lust mal auf was Neues. Das Einzige, was mich stört, ist tatsächlich, dass dieser Strap hinten dran ist. Also der ist natürlich nicht von vornherein dran, den habe ich da dran gemacht. Weil ich sonst mein Handy einfach fallen lasse und ich nicht will, dass mein Bildschirm kaputt geht. Ist mir tatsächlich noch nie passiert, Klopf auf Holz.
Aber deswegen, also auch das kann ich sehr empfehlen, auch wenn das jetzt nicht so gut zusammenpasst, aber es ist sehr, sehr, sehr praktisch. Ich mag das auch lieber als diese Pocket Sockets. Ich hab's vergessen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall diese Knöpfe, wo man seinen Finger drum machen kann. Weil das kann man noch relativ gut so in die Hosentasche stecken und das irgendwo hängen bleibt. Und man kann da so ein bisschen weitergreifen. Aber eigentlich wollte ich euch diese Handyhülle empfehlen. Die fühlt sich sehr schön an. Auch so seitenmatt wie diese Tasse. Ich habe es irgendwie so mit so haptischen Sachen. Fühlt sich relativ ähnlich an. Und die Qualität ist sehr gut. Sie hat auch so einen Rand, das also auch beim Hinfallen geschützt ist. Und sie macht mir sehr gute Laune. Ja, aber eigentlich wollte ich auf mein Handy gucken und gucken, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube nicht. Dann können wir zu den Food-Favoriten kommen. Und für alle, die meine Vlogs gucken, wissen, dass ich mich eigentlich gesund ernähren wollte und werden jetzt feststellen, dass ich das nicht getan habe. Ich habe es versucht und habe deswegen am Anfang versucht, die Schokolade durch eine etwas gesündere Alternative zu ersetzen und habe eine Schokolade für mich wieder entdeckt, und zwar eine Bitterschokolade. Ich mag eigentlich... Hallo Sonne, schön, dass du jetzt da bist und mein Video zerstörst. Ich mag eigentlich nicht so gerne Bitterschokolade, aber ich habe vor einer Zeit mal die geschenkt bekommen und für sehr, sehr gut empfunden dafür, dass es eine Bitterschokolade ist. Und zwar ist es die Lindt 85% Mild. Das ist ganz wichtig. Es gibt die nämlich auch in Herb, die habe ich auch probiert und die ist tatsächlich sehr herb und schmeckt nicht so gut. Und auch die höheren Zahlen, ich glaube es gibt 90% oder 95%. Das wird mir dann schon wieder zu herb, aber die 85% ist sehr lecker und die ist wirklich mild. Also hat überhaupt nichts von Bitterschokolade. Und ich setze mich dann gerne abends, wenn die Kleine schläft, mit meinem Freund entweder in die Küche oder aufs Sofa und trinke einen Tee aus meiner Lieblingstasse und esse ein Stück davon. Da kann ich mich tatsächlich auch zurückhalten und nicht die ganze Tafel aufessen, sondern immer so ein Stück zu meinem Tee. Und schmeckt sehr, sehr gut und befriedigt dann so ein bisschen die Schokogelüste, die ich ab und zu habe. Da war ich noch gut dabei, mich halbwegs gesund zu ernähren. Und da auch noch, und zwar habe ich bei Rossmann von der Eigenmarke Enerbio Mangostreifen gekauft. Ich liebe Mango und ich liebe Mangostreifen. Allerdings schmecken die meisten Mangostreifen von den anderen Marken sehr, sehr süß. Und ich mag das, wenn die so ein bisschen säuerlich sind. Und die hier waren tatsächlich so ein bisschen säuerlich. Ich gucke immer hinten drauf, woher die kommen, weil ich mir wurde mal gesagt, dass die philippinischen Mangos so ein bisschen säuerlich sind. Deswegen gucke ich immer, ob ich philippinische entdecke. Habe ich bis jetzt nicht. Aber die hier hatten eben so einen säuerlichen Beigeschmack. Deswegen könnte es sein, dass das philippinische sind. Sind jedenfalls meine Favoriten. Leider waren die ausverkauft beim letzten Mal. Scheint also nicht nur mir so gut zu schmecken. Kann ich also sehr empfehlen, falls ihr es nicht so mögt, dass die Mangos immer so sehr süß sind. Dann probiert vielleicht mal die aus. Das könnte dann was für euch sein. Ja, und dann war es vorbei mit meinen gesunden Alternativen. Dann irgendwann hatte ich Lust auf richtige Süßigkeiten und habe bei Teegut... Nein, ich glaube, das war es auch bei... Ich weiß gar nicht, ob es bei Teegut oder bei Rossmann gekauft habe. Gibt es aber, glaube ich, bei beiden Läden. Und zwar von Vegans, die Gummibärchen Fruity Peaches mit Pfirsichgeschmack, wie der Name sagt. Sehr, sehr lecker, falls ihr diese Pfirsichringe mögt. Ich mag die sehr gerne, aber ich mag den Schaum unten drin eben nicht. Und das ist eben wie diese Pfirsichringe, nur ohne Schaum. Ein bisschen weicher, das muss man mögen. Aber ansonsten geschmacklich sehr lecker. Also gut, dass die Packung nur so klein ist, sonst hätte ich auch eine große Packung verdrückt. Und auch eine kleine Packung, die ich mir tatsächlich extra bestellt habe, weil es die, glaube ich, in Deutschland nicht in irgendeinem Supermarkt zu kaufen gibt. Falls doch, lasst es mich wissen, weil ich habe die jetzt extra von Amazon bestellt. Und zwar von Candy Kittens. Wild Strawberry sind eben auch Gummibärchen. Ich würde sie gerne euch zeigen, aber ich habe sie schon aufgegessen. Eigentlich wollte ich eine andere Sorte bestellen, und zwar Mango. Die sind tatsächlich noch ein bisschen leckerer als diese Sorte, aber die war auch sehr, sehr lecker. Und es gibt auch noch zwei andere. Es gibt noch Blaubeere und Wassermelone. Das ist aber nicht so meine Geschmacksrichtung. Deswegen hatte ich mich für Erdbeere entschieden und die sind sehr, sehr, sehr lecker. Ich hatte die mal bei einer Bestellung aus UK, also so eine Mini-Packung dazu bekommen mit der Geschmacksrichtung Mango. Und das war so lecker. Also ich versuche da noch irgendwie dran zu kommen. Bei Amazon sind sie allerdings gerade nicht lieferbar. Falls ihr also wisst, wo man das herkriegt in der Sorte Mango, da wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten könnt ihr das gerne mal ausprobieren, wenn ihr es irgendwo seht. Ist wirklich sehr, sehr lecker und auch vegan. Also ich bin keine Veganerin, aber
vielleicht ist das auch ein Qualitätskriterium, wenn man als Nicht-Veganer vegane Süßigkeiten gut findet. Die sind tatsächlich auch nicht so weich. Also das ist ja oft bei Gummibärchen, zum Beispiel eben auch bei diesen hier, dass die sehr weich sind. Und die sind nicht weich, die haben aber so eine ganz andere, also es ist jetzt nicht so Gummibärchen-Konsistenz, der Konsistenz schon eher, aber so vom Geschmack her, ich würde fast milchig sagen, aber dann hat man keine gute Vorstellung davon. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Falls ihr diese probiert, sie aus, sind super lecker. Und eine klassische Süßigkeit für alle, die lieber Eis mögen, habe ich bei Lidl, ich glaube, es ist die Lidl-Eigenmarke, Gelatelli, ein Sorbet mit Passionsfruchtgeschmack. Und das habe ich geliebt. Das ist ein bisschen kristallig, falls ihr das nicht mögt. Ist das vielleicht nicht zu euch, aber ich mag das tatsächlich sehr gerne und es schmeckt original wie dieses Split-Eis am Stiel mit der Vanille, mit dem Vanille-Eis in der Mitte. Und so haben wir das auch gegessen. Also ich habe das mit Vanille-Eis zusammen gegessen und dann schmeckt das original wie dieses Eis und ich liebe dieses Eis. Und ich habe dann eben ein bisschen mehr davon gegessen, weil ich diese Ummantelung einfach ein bisschen lieber mag als Vanille-Eis. Und es schmeckt so, so, so gut. Also falls ihr dieses Eis auch so gerne mögt, dann probiert das mal aus. Das waren dann auch meine Food-Favoriten und jetzt kommen wir zu den Mama- bzw. Babyartikeln. Falls euch das nicht interessiert, dann könnt ihr gerne abschalten. Ansonsten habe ich noch drei Sachen. Und zwar, auch für alle, die meine Vlogs verfolgen, wissen, dass ich auf der Suche nach Still-BHs war. Und zwar mit breiten Trägern und Bügeln. Ich weiß nicht, jeder mag Bügel-BHs. Ich tatsächlich sehr gerne. Und ich hatte keine... Bei den üblichen Shops hatte ich keine gefunden. Also ich hatte bei H&M welche mir bestellt. Die fand ich sehr schlecht, ehrlich gesagt. Und habe dann im Internet ein bisschen recherchiert und bin auf die Marke Verbaudet gestoßen. Nagelt mich nicht fest. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Ich verlinke es euch jedenfalls, wenn ich dran denke, unten in der Infobox. Da habe ich dieses Prachtexemplar gefunden. Ich finde nämlich, dass man, auch wenn man stillt, nicht auf schöne BHs verzichten muss. Und wie ich ja schon gesagt habe, mag ich lieber schlichte Sachen, aber gerne auch mit so ein bisschen Details. Und zwar hat dieser BH hier so spitze und hier unten auch so eine, nennen wir das Bordüre, Borte, ich weiß, Spitzenborte. Die geht auch hier so ringsherum. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das am besten zeige. So. Ist sehr, sehr schön. Es gab den in Schwarz und in Weiß. Ich habe den auch nochmal in Weiß bestellt. Und es sind sehr, sehr bequem. Funktionieren hervorragend. Und ja, sind eben mal ein bisschen was Besonderes. Nicht so einfache T-Shirt-BHs. Falls ihr aber auf der Suche nach T-Shirt-BHs seid, kann ich die Marke Noppies empfehlen. Die wurde mir auch empfohlen. Die machen so ganz schlichte BHs, die man eben unterm T-Shirt nicht sieht. Und die haben auch breite Träger und Bügel. Und da habe ich auch Folgendes bestellt, und zwar diese Söckchen. Ich liebe ja Babysocken und Babykleidung allgemein. Also es kommt jetzt hier gar nicht auf die Farbe drauf an, sondern eben, dass es von der Marke Noppies ist. Und zwar haben die unter diesem Bund hier noch einen Gummibund. Und das bewirkt, dass die Socken nicht rutschen. Und ich glaube, alle Eltern kennen das Problem, dass Socken bei Babys rutschen. Und man eigentlich ständig damit beschäftigt ist, dem Baby wieder die Socken anzuziehen. Und ich hatte die bestellt, eigentlich nur, weil ich sie hübsch fand. Und dann haben wir eben festgestellt, dass sie noch so einen Gummibund haben und die rutschen tatsächlich nicht. Also unsere Kleine kann strampeln, wie sie will. Die Socken bleiben an. Und das sind die einzigen, bei denen ich das jetzt mittlerweile festgestellt habe. Alle anderen Socken, die wir geschenkt bekommen haben, die wir geliehen bekommen haben, hatten das nicht. Da sind alle runtergerutscht. Und deswegen haben wir tatsächlich nur noch diese Socken in sämtlichen Farben und Formen, weil die einfach bombenfest halten. Falls ihr also noch nach Socken sucht, kann ich euch das empfehlen. Vielleicht auch als kleines Geschenk zur Geburt oder so. Wirklich sehr, sehr gut. Oder falls ihr ein etwas größeres Geschenk sucht, ich weiß nicht, ob ich das euch in die Kamera halten kann. Ich glaube, es ist zu groß. Ansonsten blende ich euch hier oder hier ein Bild ein. Ich versuche es aber trotzdem mal. Es ist diese Krabbeldecke, die habe ich bei Etsy gekauft. Ich hatte nämlich keine. Leider hat mir genau in dem Moment meine Tante, als ich das bestellt hatte, meine Tante eine Krabbeldecke genäht. Aber das macht nichts, wir haben in dem einen Zimmer die eine und im anderen Zimmer die andere. Auf jeden Fall finde ich die aber sehr, sehr schön. Man kann sich die Farbe aussuchen. Ist relativ teuer, also teurer als normale Krabbeldecken, aber ich finde die eben auch ein bisschen schöner, weil sie eben so eine andere Form haben. Es hat so eine
Blattform und man, wie gesagt, man kann sich die Farben aussuchen. Diese ist zweifarbig und ich habe mich für rosa und beige entschieden, weil es sehr gut zum Kinderzimmer passt. Ich rosa liebe und beige finde ich auch immer sehr schön, so neutral eben. Aber es gibt ganz viele andere Farben, ihr könnt ja mal gucken, falls euch das interessiert. Finde ich jedenfalls ein sehr, sehr schönes Geschenk zur Geburt oder zu einem Geburtstag. Ich weiß nicht, ob Einjährige noch auf eine Krabbeldecke krabbeln, aber auch wenn sie nicht mehr als Krabbeldecke benutzt wird, finde ich die eben sehr schön und ich glaube, dass sie die dann auch noch benutzen wird. Macht eben schön was her, ist nicht so ein einfaches Quadrat und die ist auch relativ dick. Also kann ich sehr empfehlen, falls ihr ein etwas teures Geschenk zur Geburt sucht oder für eure kleine Maus noch eine Krabbeldecke sucht, die nicht Standard ist. Ich glaube aber, das war's dann auch mit den Favoriten. Ich hoffe, da waren ein paar Tipps für euch dabei, mit denen ihr was anfangen konntet. Und dann werde ich mich jetzt um mein Baby kümmern. Ich glaube aber, dass sie gerade schläft. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und verabschiede mich. Bis dann, macht's gut!